Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion T2 im Ranglistenmodus. Haben wir Lukas wieder am Start. Wie ist er auch? Dann nehmen wir natürlich Kingsguard. Ja. Welcome to Gab Nova. neues Update. Gibt neuen Söldner. Lass mich mal gucken. Ich glaube, so gefällt mir das ganz gut. Fürs Erste zumindest. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Man muss ja ein bisschen rechnen bei der Blume. Ja, ich bin ein bisschen erkältet. Ich bin nicht so ganz auf der Höhe. Aber wird schon klar gehen. Ja, was wollte ich sagen? Neuer Söldner am Start. Der Honigbär. Der ist gut gegen AOE, weil der verbündete Einheiten heilt. Könnt ihr hier einmal auf Steuerung drücken. Ja. 600 Leben bei Non-Verbündeten, die verletzt sind. Wird gesteigert um 20% für jeden Verbündeten, der verletzt war. Das ist schon nicht verkehrt. Was ist das? Jetzt schon eine fette Ratte. Ja, sieht zumindest so aus, ja. Wir hauen hier auf jeden Fall schon mal eine Seeschlange rein. Doppelschnecke und gut. Gucken wir mal. Ja, Köter und Ratte. Die Ratten, die können halt Mythium sammeln, wenn man die auf diese Erkundungstour schickt oder wie auch immer. Ist genau wie mit den Chloropixies, die dann auch mehr Mythium sammeln können. Ja, wir machen ein bisschen andere Art von Bild. Indem wir jetzt in der Mitte alles konzentrieren durch die Blume. Legion Spells gibt es auch keinen Buff, deswegen muss ich da auch gar nicht drauf achten, dass ich jetzt das auf eine gewisse Art hinstelle. Seeschlangen sind natürlich auch richtig nice. Ja, das sieht mir sehr nach Fiesta aus. Wir sollten auf jeden Fall sammeln und dann dicke Dinger schicken. Ich hätte ansonsten King Upgrades gemacht. Ach, Seeschlangen sind aber auch einer, also neben dem Fürst des Todes sind die einer meiner Lieblingseinheiten. Auch wenn die Thumbnails dazu immer kacke aussehen. Aber hier ist auch der Chloropixie Fiesta Bild. Und hier ist das Ganze halt mit Ratten. Hat er ganz schön viel gebaut. Vergleichsweise.
Macht Köter und Ratten. Noch einen schönen Falken hin. Der hat ja auch AOE-Schaden. Machen wir die Probe mit rein. Kriegt eine Schnecke. Ganz schön aufgeladen mit Kötern. Ja, also wenn er Pferde hat, dann ist, spielt ihm das ja in die Karten sogar. Ja, das ist nicht so toll. Hat echt viele Hunde gebaut. Kein Upgrade. Nix. Wir warten. So, es geht weiter. So, ich muss erstmal was bauen, bevor ich irgendwas schreibe. Gar keine Probleme. Bei mir ist alles schick soweit. Und steht doch nicht da, dass er verlassen hat. Er hat einfach nur Pause gedrückt. Vielleicht musst du einfach nur aufs Klo. Jetzt ist er da. Ist doch abgestürzt oder hat sich neu eingeloggt. Ja, zwei Steinhauer, das ist schon mal gut. Die haben wir upgraden. Müssen wir gucken. Einfach Robos rein. Er hat schon Leute auf Schatzsuche. Und das so früh im Game. Jetzt hat er keine Schatzsuche, weil er weiß, dass die Welle für ihn hart wird. Schatzsucher bringt dem immer, ich glaube, 11 Milfium. Ich weiß nicht so genau, ich hasse die Ratten. Ich nehme die nicht gerne. Aber ich glaube schon, dass es 11 waren. Ja, ich habe ein bisschen versucht, meine Strategie weiterzuentwickeln, dass ich jetzt auch mehr die Mitte benutze. Habe ich ja vorher gar nicht so gemacht. Wir werden mal so eine Seeschlange entwickeln. Vorne noch zwei hinballern, dann kann ich hier vorne noch einen Madman hinsetzen. Das klingt gut. Gucken wir mal rüber, Wurzelquallen. Der ist natürlich auch nicht schlecht.
drüben auch Seeschlangen am Start. So viele Kackhunde. Das ist abnormal. Zack, Madman hin. Wir werden hier noch eine zweite Blume platzieren, ein bisschen weiter hinter. Ja, bleibt nicht wirklich viel übrig, außer Robus reinzuknallen. Wegen den ganzen Hunden. Klar, Maulwurf oder so wäre jetzt auch möglich gewesen. Aber Robos sind da glaube ich schon die beste Wahl. Gerade wenn man nicht so viel zur Auswahl hat. Hält es einfach. Er hält es einfach. Riesenschnecken könnten hier von Vorteil sein. Ein Gold. Ja, aber ich finde gerade umso höher man vom Rang kommt, umso mehr verschiedene Strategien sieht man auch. Ja, klar, diese Köterstrategie ist jetzt nicht neu, aber das mit den Ratten, dass sie so früh schon auf Schatzsuche gehen, in Kombination mit den Kötern. Ne? Chloropixie habe ich schon öfters gesehen. Aber auch auf eine andere Variante, da gab es nur die. Die machen den einfach weg. Werft die Blume auf. Die mal verbessern. Normalerweise mache ich das ja nicht, weil das Gold einfach weg ist. Aber ich kann jetzt gerade nichts bauen. Ich will keinen Worker bauen, weil ich sowieso schon drunter bin und ich weiß, dass sie wahrscheinlich jetzt hier dick schicken. Nee. Okay, ich habe extra verbessert. Na gut. Gucken wir mal. Wir haben seit links durchgedrückt. Aber sieht auf jeden Fall gut aus. Shutdown Gold. Sogar ein bisschen besser durchgekommen und hier auch was durchgekommen. Sieht doch schon gut aus. Können wir machen. Auf jeden Fall ist er jetzt hier am Start. Madman wird verstärkt. Haben wir die 20 Piepen einfach noch mal rein. Stärken anmachen, ganz wichtig.
Ja, weil jetzt kommt hier die dicke Welle. Hat mir das schon abgekackt, ey, hey. Das ging flott. Jawohl. Okay, ganz alles konnte ich nicht halten, aber ich war gut dabei. So. Ist es doch klein? Die haben das gemacht, dass der kleiner wird. Da brauchen wir noch zwei Blocker, was soll's. Macht schon mehr Sinn. Na, 15 können wir machen. Was vielleicht ein Voreis rein. Kann auf jeden Fall noch ein paar Blocker mehr rein verleiben. Ja, es wird wohl nichts. Aber Amon Lukas hat gehalten. Alles gut. Wenn ich den einen noch down kriege, wäre das nice. Aber es reicht nicht. Da waren die Riesenschnecken zu fett. Sieht doch gar nicht verkehrt aus. Habe ich ein Voreis rein? Oh, die Idee hat er jetzt schon, okay. Vor Eis rein und dann die Riesenschnecken und so weiter. Das wird der Plan. Falsch geguckt ist der Bären-Nahkämpfer. Ja, ist er. Kommen sie wieder, die Riesenschnecken. So, haben wir die mit rein. Vorher ist natürlich wichtig. Guck mal, was sonst so rausgeht. Das verbessern. Haben wir hier noch einen davon hin? Auf jeden Fall noch Seeschlangen. Hermit noch nicht schlecht. Achso, Schnecke kann ich gar nicht mehr rausschicken. Das geht gar nicht, weil ich schon 8 habe. Schon 8 geschickt. Ah, da hat er seine Schuriken geschmissen. Oh, die lebt aber richtig lange. Holy shit. Tadir ist noch voll. Hier ist übelst viel durchgekommen. Gehalten. Ja, ich glaube, also Thaddäus ist noch voll und Voreis ist dabei und noch viele kleine, das war's. Hundertprozentig.
Geil. Victory. Ja, die Strategie, das in die Mitte zu stellen, das geht auf. Das funktioniert. Das werde ich jetzt öfters machen. So, eine weitere Legion. Ich schaue gerne mal an, wie das vorbei ist. Lasst ein Like, Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dann, entspannten Tag. So, bis zum nächsten Mal. Ciao.